Moin moin und herzlich willkommen zu einer Waffenreview zur RX4 Storm. Das ist eine temporäre RP-Waffe, die gab es jetzt allerdings auch beim November Collectors Event zu gewinnen und da habe ich die auch bekommen. Ja, Hauptsache erstmal sterben am Anfang, kommt immer gut. Ist ein Sturmgewehr und ist meiner Meinung nach gar nicht mal so gut, dass dafür, dass es eine temporäre RP-Waffe ist, lohnt sich das Ding auf keinen Fall. Also, ihr habt einen sehr niedrigen Rückstoß, hier spray ich einfach mal so ein bisschen rum. Wie ihr seht, das ist recht niedrig, allerdings nicht so niedrig wie bei der Scarelight oder so. Ist eher so empfehlen niedrig, eher noch ein bisschen besser sogar. Also ihr könnt damit so 4-5 Schüsse hundertprozentig präzise abgeben und danach ist es halt noch recht angenehm. Was allerdings eher schlecht ist, ist der Schaden. Im Beinbereich so gerade mal 19 Schadenspunkte, im oberen Brustbereich sind es an die 30 knapp, aber trotzdem so meistens 4 Schuss, um zu killen, manchmal sogar 5. Das ist viel zu wenig einfach für ein Sturmgewehr. Das sind eher Werte, die für eine SMG gut wären, aber für ein Sturmgewehr ist das absolut nicht akzeptabel. Die Feuerrate exakt identisch mit der von der M4A1. Das Clip mit 30 Schuss genauso wie bei der M4A1. Im Prinzip habt ihr nur eine Premium-Version der M4A1. Klar, ist an sich als Waffe ist das nicht schlecht. Also wenn das jetzt eine GP-Waffe wäre, dann wäre das absolut akzeptabel. Dann wäre das auf jeden Fall super. Nur es ist eben eine RP-Waffe. Und dafür Geld hinzublättern, lohnt sich einfach nicht. Ich habe es jetzt im November Collectors Event, wie gesagt, für eine Woche kostenlos bekommen. Hier habt ihr auch gesehen, die Präzision ist super. Also es ist eine gute Waffe für Distanzkämpfe, es ist eine gute Waffe, wenn ihr so ein bisschen sprayen wollt. Aber ihr habt eben einfach keinen Schaden. Also ihr habt da gerade gesehen, 18 Punkte für den Treffer. Das ist nicht gut. Hier so jetzt mal im Kampf mit einer Red Dragon. Also klar, ihr seid damit nicht schlecht. Und mit so ein bisschen Übung ist die Waffe gut, aber nicht gut genug, als dass ich sagen würde, das ist es sich wert. Und ich würde dafür auch ehrlich gesagt im November Collectors Event die GP, die ihr dafür ausgibt, würde ich jetzt nicht opfern. Das ist es nicht wert. Na, als GP-Waffe nett, aber ansonsten eher nicht so. Vielen Dank fürs Zuschauen. Demnächst kommt übrigens noch ein Storage-Video. Jetzt, wo ich gerade mal so beim Video beenden bin. Ja, Storage-Video, wo ich dann einfach mal schnack hier, was habe ich so für Waffen, oder es besser gesagt zeige. Ich weiß noch nicht, wie ich das genau mache. Habt ihr aber nachgefragt. Mache ich. So, jetzt war es das aber wirklich. Vielen Dank fürs Zuschauen.